wundere mich, was Finn heute macht. Kasola, guten Abend. Abend. Hallo, Finn. Hier ist Mario. Hallo, Mario. Wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut, aber mir ist langweilig. Ja, mir auch. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Tut mir leid, ich habe kein Geld. Ah, wie wäre es, wenn wir nach Hause gehen und einen Film anschauen? Ja, gern. Wie wäre es, wenn wir Ani auch einladen? Gerne. Kannst du ihn anrufen? Ja, mach ich. Bis später. Später, ciao. Scheiße, ich habe seine Nummer nicht. Guten Abend, ich möchte die Nummer von Ani. Ja, A wie Anton, A wie Ricard, N wie Nordpol, E wie Ada, E wie Annie. Dankeschön. Holistische Detektei, Ani Schönberg am Apparat. Guten Abend. Hallo, hier spricht Finn. Wie geht's, Finn? Gut, und dir? Galaktisch, danke. Hast du Lust, Fernseher mit mir und Mario zu schauen? Ja, das klingt gut. Wann sollen wir uns treffen? Vielleicht um 7:30? Das klappt. Und bei wem sollen wir uns treffen? Naja, Mario hat den größten Fernseher, aber deine Frau kocht sehr gut. Das ist mir egal. Wie wär's bei mir zu Hause um 7:30 und ich kann jetzt Mario anrufen. Das passt mir gut. Bis später. Gummibärchen, kannst du mehr Brezeln machen? Finn kommt jetzt zu uns nach Hause und du weißt, wer ist Fritz. Danke, ich werde die schmutzigen Teller später waschen. Hallo, hier ist Anne Schönberg. Kann ich bitte mit Mario sprechen? Hallo Anne, wie geht's? Super cool, danke. Und dir? Mir geht es gut. Hast du mit Finn gesprochen? Ja, wir können uns heute Abend um 7:30 vor meinem Haus treffen. Das klappt. Kann ich etwas mitbringen? Ja, meine Frau mag tolle Brezeln. Kannst du etwas Bier kaufen? Klar. Magst du Wehrsteine? Das ist mir egal. Okay, bis später. Ciao. Ah, Mario, Finn! Ani, guten Abend. Guten Abend, wie geht's? Ani, ja, wie ist kalt draußen. Ja, komm hier rein. So. Das Haus ist schön. Danke, danke. Hey, Ani, hast du Essen? Ja, ja, wir haben viel Brezeln. Ah, ja. Schön. Ani, ich habe Bier vergessen. Ah, schade, schade. Aber komm herein, komm herein. Ja. Ja, so ist es. Hey, Ani, was hast du für Western? Ah, und Dramafilm. Hast du die auch? Ja, ich sehe mal nach. Einen Moment. Da habe ich es. Ich habe zwei glorreiche Halunken. Ja, 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 ja. Der Pate? Ah, sehr gut, ja. Heiliger Strohsack? Krieg der Sterne! Nein! Wir müssen ihn anschauen! Nein. Zwei glorreiche Halunken! Der Pate! Krieg der Sterne! Halunken! Pate! Sterne! Du hast zwei glorreiche Halunken? Das ist mein Lieblingswestern-Film! Diesen Film bitte! Was? Nein! Ich mag der Pate viel besser. Es hat Drama, Erzählung und Geschichte. Krieg der Sterne ist besser als die beiden. Nein! Der berühmteste Film in der ganzen Welt ist Krieg der Sterne. Erinnert er euch an die Filmszene, in der Luke Skywalker und Darth Vader ein Lichtschwert-Duell haben? Hier, hier! Luke, komm du dunklen Seite der Macht! Niemals!
Ich schlag dich mit meinem Lichtschwert! Du kannst mich nicht besiegen! Luke! Ich bin dein Vater! Nein! Nein! Du meinst, ich bin der Sohn eines Schweinehundes? Nein! Luke. Prinzessin Leia, ready! Ist Luke in Gefahr? Halte fest, Luke. Ich werde dir helfen. Du hast Unrecht. Der epischste Film aller Zeiten ist Zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood. Die Schießerei, die dramatische Musik. Dieser Film hat das beste Finale. Hier. Ich habe jetzt die Pistole. Wo ist der Schatz? Naja, aber ich habe eine Kanone. Wo ist das Gold? Er hat als erstes geblinzelt. Nein, er hat geblinzelt. Er hat geblinzelt. Ich muss gleich kurz. Er hat geblinzelt. Er hat geblinzelt. Nein, er hat geblinzelt. Er hat geblinzelt. Oh. Geblinzelt. Warte mal, der beste Film aller Zeiten ist The Party. Marlon Brando als Boss der Family ist unschlagbar. Ich liebe das Sehen, wo der Mann zu Don Corleone kommt und ihn um einen Gefallen bittet. Don Corleone beherrscht die Szene komplett. Dieser Film ist so intensiv. Hier! Das kann ich nicht tun. Ich gebe Ihnen dafür, was Sie verlangen. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen meine Katze nicht geben. Diese Katze heißt Herr Fritz und hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Sehr viele Leute sind schon dort gestanden, wo sie jetzt stehen und haben versucht, mir Herr Fritz wegzunehmen. Und ich garantiere Ihnen, keiner hat es hier lebendig rausgeschafft. Ich würde alles tun, nur um ihn einmal zu halten. Okay, ich lasse mich vielleicht umstimmen. Aber nur wenn Sie mich zu einem freien Essen in Ihrem Restaurant einladen. Ich liebe Schnitzel und Bier, auch und Kartoffelsalat. Und Herr Fritz übrigens mag das auch. Geht das klar? Oh ja, auf jeden Fall. Sie werden das beste Schnitzel der Welt bekommen. Danke, danke. Herr Fritz ist die beste Katze. Ich liebe Herr Fritz. Du bist doch verrückt, Arnie. Die Cowboys haben die richtigen Pistolen. Zwei Halunken! Du hast nicht alle Tassen im Schrank! Das kannst du meiner Großmutter erzählen! Quatsch! Schaut mal, die Eiskönigin ist jetzt im Fernsehen.
Oh mein Gott! Schauen wir es! Oh ja, wir müssen es sehen! Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen. Wie du bist, nein, es darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen Licht. Dein wahres Ich. Ich lass sie los, lass jetzt los. Die Kraft, sie ist drin, ist los. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint. Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei.